Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Jepoda-Adventskalender. Das ist einmal diese Schätzelein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die haben sich auf jeden Fall zu Herzen genommen, dass wir das letztes Jahr nicht so hübsch fanden, wie es aussah. Aber dieses Jahr ist das so richtig nice zum Aufklappen. Also das haben die toll gemacht, ne? Ich habe dafür 169 € bezahlt. Der soll einen Warenwert von 393 € haben. Und ich hoffe, dass wir hier ganz, ganz viele Produkte aus dem Sortiment von Jepoda drin finden dürfen. Bestenfalls jedes Produkt, was die haben, einmal. Und ja, solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Übrigens stellt auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place diesen Kalender vor, also für eine zweite Meinung. Schaut gerne bei ihr vorbei. Die hat da ein bisschen mehr Ahnung von den einzelnen Produkten als ich, weil die da auch eine Kooperation hat und ein bisschen mehr schon getestet hat als ich. Aufgeklappt sieht er dann so aus. Finde ich ganz süß eigentlich, ne? Starten wir mal am 1. Dezember. Da stehen die Zahlen übrigens sowohl auf Deutsch als auch auf Koreanisch drauf. Oh, und das Verpackungsdesign ist natürlich in einer Adventskalender-Edition. Richtig cool. Ja, mit The Mist Have drin enthalten, mit Hyaluronsäure, Willow Bug. Das ist ein Gesichtsspray. Ich glaube, das ist eine Originalgröße mit 50 Millilitern. Finde ich richtig schön. Kann man toll verwenden als Toner, als Setting Spray, als Fixing Spray, als zwischendurch mal Befeuchtungsspray. Finde ich richtig, richtig cool. Also das ist nice. Und da haben wir halt nicht die typisch lila-blaue Verpackung, sondern halt so eine grüne. Das finde ich interessant. Mag ich gerne leiden. Und normalerweise haben wir da aber auch Lavendel drin. Steht hier jetzt aber nicht drauf. Haben die das dann auch ein bisschen anders formuliert? Das finde ich interessant. Am 2. Dezember haben wir auch eine Limited Adventskalender Edition hier drin enthalten. Und das wird wahrscheinlich eine Tuchmaske sein. Und zwar die Go-To-The-Go-To-Moment. Eine Energizing Sheet Mask mit Koffein und Kollagen. Oh, gibt es die überhaupt gar nicht dort zu kaufen? Das weiß ich gar nicht. Also ich kenne die Maske so nicht. Ich finde die Masken oder die Tuchmasken von Jepoda richtig toll. Die sind nass. Du kannst die mehrfach verwenden, wenn deine Hautbarriere halt jetzt nicht irgendwie, ne, dass du halt jetzt nicht irgendwie einen aufgekratzten Pickel oder sowas hast. Finde ich richtig cool. Was haben wir denn hier drin, außer Koffein und Kollagen? Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig interessant und das kannst du morgens und abends super verwenden, ne? Also da ist richtig viel Feuchtigkeit drin. Wow. Das war schon mal sehr beeindruckend. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, hier haben wir das erste Tool drin. Ja, das macht Jepoda ja ganz gerne, dass die sowas dann irgendwie auch bei Lieferungen als Goodie oder so mit dazugeben, ne? Das ist ein riesiges Scrunchie. Ja, also weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich sowas preislich aufführen soll. Ich mache euch so Zirka-Preise bei sowas ja immer, es sei denn, die haben das auch im Shop, ne? Finde ich jetzt nicht hübsch, um ehrlich zu sein. Also an mir fände ich das nicht hübsch. Würde ich mir dann ja quasi über den Bommel machen und dann hängt das so traurig runter? Weiß ich nicht. Ist nicht so mein Vibe. Aber es fühlt sich schön an. Dieses Samtige ist angenehm und auch die Farbe mag ich gerne leiden, aber der Stil ist nicht so meins. Hier haben wir die Nummer 4. Ich glaube, das sind alles Limited Adventskalender Edition. Das ist ja abgefahren. Oh, The Make My Day Cream mit Ciza Jojoba ist das hier quasi. Ja, eine Tagescreme. Da haben wir 20 Milliliter drin enthalten. Also es ist keine Originalgröße, sondern eine Travel Size. Finde ich aber jetzt auch nicht schlimm, ne? Dass man von dem einen oder anderen Produkt eine kleinere Größe drin findet. Na okay, aber das ist halt hier von dieser Umverpackung her oder von der Glasverpackung hier, ne? Tatsächlich gar nicht irgendwie anders als sonst. Aber das finde ich nicht schlimm. Ciza ist super schön beruhigend. Also die Creme mag ich auch gerne. Mein Problem war, dass ich da halt, ey, Fokus, möchte nicht, nicht so alles rausbekommen habe. Hallo? Meine Kamera ist noch nicht so ganz wach. Und ja, mittlerweile haben die aber auch für alles irgendwelche Refill-Geschichten, was ich ganz nice finde, weil dann kann man sich die kleinen Reisegrößen auch wieder auffüllen, dass wenn man dann halt auch die mitnimmt zum Verreisen, ja, auch immer was mit dabei hat. Ne? Ich finde das toll und ja, kann die auf jeden Fall demnächst mal wieder ausprobieren, denn ich fand die damals echt cool. Einen Tag vor Nikolaus haben wir hier den 5. Dezember und Jepoda ist eine Marke, die zwar in Korea herstellt, aber die Produkte sind im Prinzip, ja, die Marke sitzt halt in Deutschland, ne? Deswegen kennen die eigentlich auch die deutschen Bräuche. The Glow Hero mit Bakuchiol haben wir hier als Ölserum drin enthalten und da ist auch eine Reisegröße mit 13 Millilitern drin enthalten. Ich finde es gut, dass die jetzt hier auch die Mengen draufgeschrieben haben. Das hatte ich letztes Jahr, glaube ich, moniert, dass ich gesagt habe, Mensch, schreib doch drauf, wie viel drin ist, dass man das auch irgendwie nachvollziehen kann. Ne? Auch da haben wir die Umverpackung als LE-Verpackung, aber das, was drin ist, ist halt in der klassischen Verpackung und finde ich auf jeden Fall auch sehr angenehm. Bakuchiol ist die pflanzliche Alternative zu Retinol.
Mag ich auch gerne, habe ich nämlich schon mal verwendet. Zu Nikolaus am 6. Dezember erwarte ich definitiv irgendein Bam-Produkt. Wir haben auf jeden Fall eine Limited Edition Verpackung. Und das ist The Recovery Moment. Die Soothing Sheet Mask mit Niacinamiden, Panthenol und Calendula-Komplex. Die verwende ich super gerne abends. Auch das ist eine, die man halt öfters als nur einmal verwenden kann. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Also die habe ich auch schon in Anwendung gehabt. Da freue ich mich gerade echt drüber. Und das sieht alles so schön einheitlich hier auf meinem Tisch aus. Das ist hübsch. Schauen wir mal, was am 7. Dezember drin enthalten ist. Und wir scheinen hier auch irgendwie so ein Wendegedönsen zu haben. Das heißt, theoretisch kann man die ganzen Boxen auch umdrehen, wenn man das jetzt irgendwie nachher Adventszeit als Aufbewahrungsprodukt verwenden möchte. Hier haben wir The Spot Stop drin enthalten mit AHA, PHA und Teebaumöl. Das ist tatsächlich etwas in der Originalgröße mit 20 Millilitern, würde ich mal so sagen. Das hatte ich auch in Anwendung, hat bei mir aber nicht so viel gebracht, weil wenn ich halt wirklich gegen Unreinheiten vorgehen möchte, verwende ich nicht sowas, weil AHA und PHA jetzt nicht unbedingt die beiden chemischen Peelingarten sind, die ich bei Unreinheiten anwende, sondern eher BHA. Und da habe ich hier mein Video zu Peelings gemacht. Ne? Das ist einmal dieses hier, das würde ich halt eher verwenden, wenn man halt so ein Slow-Aging chemisches Peeling machen möchte. Wobei PHA auch ein bisschen Verhornungen löst, ne? Aber BHA ist da halt nochmal ein bisschen stärker. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir ein weiteres Produkt in einer sehr schönen Größe drin enthalten. The Pocket Mirror. Das ist ein, Taschenspiegel. Okay, also haben wir hier quasi ein Füllprodukt wieder drin enthalten. In dieser Form? Das finde ich sehr crazy. Ja, nö. Also das ist für mich jetzt kein Taschenspiegel, wie ich ihn auch mitnehmen würde, bin ich ehrlich. Weil du siehst dann halt, klar, ne, du siehst dann so deine Augenpartie, du siehst deine Lippenpartie, du siehst halt immer nur partiell dein Gesicht oder du hältst es halt hochkant und musst dann halt so sliden. Dann nehme ich lieber so einen Klappspiegel oder so. Wobei hier der Spiegel eigentlich auch eine gute Qualität hat, ne? Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas sehr, sehr Großes freuen. Und zwar The Pinky Promise Hydrating Ceramide and Murumuru Butter Hand Cream. Oh, das kenne ich noch gar nicht. 50 Milliliter sind hier drin. Ist das ein neues Produkt von Yepoda? Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir das hier mit drin haben, weil ich finde, in einem Pflege-Adventskalender kann man definitiv eine Handcreme gebrauchen. Schön. Das finde ich hübsch. Ne? Das sieht irgendwie crazy aus. Sieht fast schon aus wie ein Parfum oder so. Okay, ist mit so einem Pumper. Ist ja aus Hartplastik. Das ist witzig. Also Handcreme, Lippenpflege kann man hier echt gut drin verstauen, ne? In so einem Adventskalender. Ne, finde ich gut. Auch in der Nummer 10 darf es mit irgendwas Größerem weitergehen. Ah, nee, das ist nicht so groß wie die Umverpackung, aber das ist The Calm Balm. Das ist mein absolut liebstes Produkt von Yepoda. Der ist jetzt in der reinsten Größe mit Olive und Kokosnussöl. Würde ich auch als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden. Hier sind 15 Gramm drin enthalten. Nee, das gefällt mir. Ne? Also, dass wir hier auch wirklich die Sachen so schön eingepackt haben und dass es so hübsch aussieht in diesem Adventskalender-Design. Das macht einen schon happy. Ach, guck mal, der sieht aber anders aus. Der ist einfach rot, guck mal. Sonst ist der nämlich grün. Das ist witzig, ne? Solange die Inhaltsstoffe die gleichen sind, bin ich happy. Ah, ich glaube, zuerst ein Schnapszahl in der Nummer 11 erwartet uns wieder ein Füllprodukt, genau. Und hier haben wir auch wieder einen Klassiker von Yepoda drin, den man öfters mal zur Bestellung dazu bekommt. Aber wie hübsch ist das bitte? Das ist so ein Abschminktuch, ne? Da hast du auf dieser Seite so eine Flauschi-Seite, hier unten auch so eine kleine Stickerei dabei. Und hier hast du dann eine etwas, wie soll ich das sagen? Feinere Seite quasi. Und damit kann man halt sehr schön sein Gesicht reinigen. Und das mag ich sehr gerne leiden, dass sie das mit reingepackt haben. Das passt auch wirklich nach dem Kornbaum direkt, ne? Ist gut. Halbzeit. Die Nummer 12. Hier haben wir was Großes, Schweres drin enthalten. Wahrscheinlich die Nachtcreme, denke ich mal. Nein! Wir sind noch nach wie vor bei der Gesichtsreinigung. The Bubble Double ist am Start. Richtig tolles Produkt mit Salicylsäure, Granatapfel mit 35 Millilitern. Ich persönlich würde den wirklich nur abends anwenden. Klar, man lässt das jetzt nicht Ewigkeiten auf der Haut, ne? Aber da ist halt Salicylsäure drin. Und da ich halt eine sehr sensible Haut habe, könnte ich das jetzt nicht vertragen. Entschuldigung, dass ich den jetzt ewig unter Tage drauf lassen würde. Och Mensch, aber meiner scheint ein bisschen ausgelaufen zu sein. Ne, der ist zum einen nicht ganz voll und zum anderen sieht man da auch ein bisschen, dass was ausgelaufen ist. Egal, der wird auf jeden Fall mal in Anwendung genommen. Aber wie gesagt, nicht jeden, also nicht jedes Mal beim Gesicht reinigen verwenden. Also jedenfalls ich nicht. Und wahrscheinlich auch nicht ganz jeden Abend. Ne? Wenn ich zum Beispiel sowieso danach ein chemisches Peeling mache, würde ich davor nicht diesen Reiniger verwenden. Das wäre zu viel für meine Haut. Der 13. Dezember.
Auch hier ist was Kleineres drin, und zwar ein Repair Hero mit Probiotika und Niacinamide. Das ist ein Serum mit 13 Millilitern. Das ist auch so eins meiner Lieblingsseren von Yepoda, weil Niacinamide sind ja auch so ein bisschen dafür da, um dieses Hautbild wieder ebener zu machen, dass du halt die Pigmentflecken und so weiter aufhellen kannst, ne? Und genau, das habe ich auch sehr, sehr gerne in Einsatz gehabt und freue mich darüber, das jetzt wieder im Backup zu haben. Oh, der 14. Dezember ist wirklich riesig. Enthält aber ein Füllprodukt leider, ein Jade-Roller. Okay, dual-ended Jade Roller for Soothing Facial Massage and Rejuvenating. Morgens und abends kannst du den anwenden. Ja, ich glaube, Jade-Roller haben wir alle auch irgendwie schon mittlerweile da, ne? Aber hier ist noch einer drin. Sehr gut eingepackt. Hermetisch abgeriegelt hier. Genau, und er sieht wunderschön aus. Ich mag das Grün und damit kann man halt auch so schöne Lymphdrüsen-Drainagen machen. Und der fühlt sich auch schön schwer an. Hätte ich jetzt persönlich aber nicht unbedingt gebraucht. Trotzdem ist schön, dass er drin ist. Ich glaube, da freut sich der ein oder andere echt drüber. Damit kann man zum Beispiel auch Reste von der Maske einarbeiten oder wenn die Maske auf dem Gesicht ist, dass man nochmal damit rüberrollert, ne? Das kann sehr angenehm sein. Ah, am 15. Dezember steht drauf, dass man am nächsten Tag nochmal was bekommt, um dieses Produkt zu vervollständigen, dass man nicht traurig sein soll quasi, also dass man sich nicht erschrecken soll. The Multibalm Case haben wir hier drin enthalten. Ein Nourishing Tinted Balm for Lips, Cheeks and Eyes. Ja, das ist halt ein System, was Yepoda ja auch hat, ne? Dass man quasi sich das so selber zusammenbauen kann. Und hier hat man dann quasi das Case und dann am nächsten Tag das Produkt, was man da reinmacht. Aber ganz ehrlich, Leute, ne? Bei einem Preis von 169 Euro hätte ich schon erwartet, dass man das zusammen in ein Kläppchen macht. Bin ich ehrlich. Also es ist wunderschön in so einem Adventskalender-Edition-Design, ne? Aber na, weiß ich nicht. Für den Preis macht man das nicht so. Ich meine, da habe ich mich ja schon bei Art Deco drüber beschwert, ne? Und der hat viel, viel weniger gekostet. Also zum 16. Dezember haben wir dann das, was wir hier quasi entsprechend reinpacken können. Und zwar ist das The Multibalm in Jingleberry. Oha, okay. Also diese Multibalms sind halt für die Lippen, für die Augen und für die Wangen gedacht. Und das ist natürlich eine sehr beerige Farbe, wie hier draußen auch schon abgebildet. Da muss man dann halt natürlich wissen, ob das etwas ist, was man gerne mag. Aber ich muss zu der Farbe tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass das auch wirklich eine Farbe ist, die sehr viele verschiedene, kannst du gar nicht hochdrehen, ohne dass man es reinklickt, okay, sehr viele verschiedene Hauttöne tragen könnten, ne? So von der Theorie her. Wow, eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember, der super schwer, super schwer daherkommt. Hilfe, was ist denn hier jetzt alles rausgefallen? The Yepoda Candle, ach so, das ist eine Kerze. Das ist natürlich süß mit 80 Gramm, da geht einem auf jeden Fall das Licht auf, eine Woche vor Heiligabend. Das ist süß gemacht. Riecht angenehm cremig. Calming and relaxing scented candle with notes of citrus, vanilla and gardenia. Definitiv kratzt bei mir jetzt ein bisschen im Hals, aber ich finde es ganz süß, eine Kerze reinzumachen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember. Ich vermisse ein bisschen zum Beispiel die Eyepatches, ne? Die sind ja so mega nice. The Midnight Magic habe ich jetzt hier. Mit Ziza, Lavender, eine Sleeping Mask kannst du super als Nachtcreme verwenden. 20 Milliliter sind hier drin. Ziza ist Tigergras, das ist wirklich auch hautreparierend, ne? Und sowas haben wir öfters mal in K-Beauty-Produkten drin enthalten. Lavendel ist auch ein sehr beruhigender Inhaltsstoff, sowohl durch seine Wirkungsweise als auch durch seinen Duft. Und finde ich gut, dass die beide reingepackt haben, also sowohl Tages- als auch Nachtcreme. Ich meine aber, dass die halt auch noch ein paar andere Neuheiten haben. Die fehlen mich hier so ein bisschen, ne? Oh, der 19. Dezember scheint eine Sneak Peek zu sein. This is a soon-to-be-release-Produkt. Das ist quasi ein Produkt, was dann sehr bald auch released werden soll. Die Hair Force Advent Calendar Edition Strengthening mit Rosmarin, Lavendel, Aminosäuren. Das ist ein Shampoo. Wie spannend ist das denn? 50 Milliliter haben wir hier drin. Das ist crazy. Sowas kommt dann auch demnächst bei denen wohl in den Shop. Oh, na das nenne ich mal sehr, sehr hochwertig. Ich glaube, so ein Shampoo habe ich noch nie gehabt. Aber gut, ja, freue ich mich doch drüber. Habe ich mich eben beschwert, dass wir hier keine Neuheiten drin haben und kriege dann direkt am nächsten Tag eine. Das lobe ich mir doch. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Auch das hier scheint am 20. Dezember etwas zu sein, was es noch nicht gibt. Wir können uns alle vorstellen, was das ist, nämlich der dazu passende Conditioner. The Right Conditions mit Rosmarin, Lavendel und Biotin. Oh, auch hier sind 50 Milliliter drin enthalten. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Finde ich echt cool. Also, dass sie das so mit reinpacken, um dann auch so ein bisschen den Vibe ein bisschen gemischter zu gestalten, das feiere ich immens, muss ich sagen. Und ja, das gefällt mir.
Die Nummer 21 hat mich ja die ganze Zeit schon angelacht, ne? Da habe ich echt gehofft, dass wir da vielleicht auch die Eyepatches oder so drin haben. Aber es ist ein Füllprodukt und zwar der Scalp Massager. Das passt natürlich jetzt auch zu Shampoo und Conditioner. Also das ist so ein Tool, was man nehmen kann, um eben das Shampoo besser einzuarbeiten oder Leave-Ins oder so, ne? Und ich habe davon auch immer eins für mich in Anwendung und eins für meinen Hund, weil damit kann man auch super Hundeshampoo einarbeiten. Ja, schaut so aus. Finde ich auf jeden Fall ganz hübsch gemacht. Da haben wir halt so sehr angenehm weiche Noppen vorne dran. Hier kann man es festhalten. Das ist doch schön, ne? Und damit dann halt die Kopfhaut massieren. Mag ich. 2 Tage vor Heiligabend habe ich hier den 22. Dezember. Das ist sehr, sehr leicht. Hier haben wir The Multi Balm. Das fand ich letztes Mal leider auch ein bisschen schade. Refill in Care Bear. Also wir haben hier halt nochmal einen Refill drin. Man kann natürlich auch immer wieder switchen, dass man halt das eine in das Case macht, dann das andere. Aber wer macht das? Ne? Und ich habe ja eben schon gesehen, dass ich das nicht so einfach rausgedreht bekomme. Naja, das ist halt einfach ein ganz normaler Lippenbalsam, ne? Und das habe ich ja eben auch schon gesagt, eine Handcreme, ein Lippenbalsam ist in so einem Adventskalender 1A aufgehoben. Aber wie gesagt, hier hätte ich mich gefreut, wenn wir dazu noch ein Case drin gehabt hätten. Einen Tag vor Heiligabend haben wir sicherlich eine Maske drin, die uns so ein bisschen relaxen lassen soll. Und vielleicht ist das sogar meine Lieblingsmaske, mal gucken. Nee, das ist eine, die wir auch letztes Jahr im Adventskalender drin hatten. The Christmas Moment Revitalizing Sheet Mask mit Feige, Lakritz, Herbal Extract Komplex, also quasi Gewürzkomplex, mehr oder weniger, kannst du morgens oder abends drauf machen und das soll dann die Haut beruhigen und ja, genau, finde ich schön, das mag ich, oder revitalisieren vielmehr. Ja, passt auf jeden Fall, aber jetzt bin ich gespannt, was wir am 24. Dezember drin haben. Ich würde mich mega freuen, wenn wir hier wirklich so einen Pot mit den Augenpatches drin hätten, weil die sind sehr, sehr gut. Schwer genug ist es ja, ne? Also da bräuchte ich auch Nachschub, da habe ich letztens welche aufgebraucht, wie geil! Also ohne Witz jetzt, ich wusste nicht, was in dem Adventskalender drin ist, aber sie sind hier in Originalgröße drin. The Deep Puff Espresso in der Adventskalender-Edition, oh, da freue ich mich gerade drüber. Hyaluronsäure mit Koffein ist hier auch noch mit dabei. Richtig cool. Also wenn ihr mein Aufgebraucht-Video gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich sie auch aufgebraucht habe. Oder war das letztes Mal im August? Weiß ich gerade nicht, aber ich habe sie auf jeden Fall aufgebraucht. Und das ist in einer anderen Farbe, sonst sind die grün und jetzt ist das so ein Peach. Das finde ich ja auch wieder interessant, ne? Dass sie da halt auch die Farben dann teilweise geändert haben. Liebe ich, rutschen nicht, pflegen richtig toll, beleben die Haut, also die Augenpartie vor allem. Und für morgens und eben für meine Bedürfnisse richtig gut geeignet. Also das ist eine ganz tolle 24. Yay! Tja Leute, das war jetzt einmal der Yepoda Adventskalender. Ich habe ein paar Kritikpunkte daran, die aber eigentlich gar nicht so kritikmäßig sind. Zum einen hätte ich es cool gefunden, wenn die halt im Vorfeld zum Beispiel den Influencern, die ja die Marke präsentieren, zum Beispiel Nakati, Contra Junkie oder Chiquita's Place, die liebe Nicole oder Katrins Welt und so, ne, wenn die halt im Vorfeld schon den Adventskalender bekommen hätten, damit sie ihn vorstellen können, damit niemand die Katze im Sack kaufen muss. Weil ich meine, dass online nicht stand, was da drin enthalten ist. Und bei dem Preis wäre es halt nice gewesen, das halt im Vorfeld zu wissen. Ich freue mich darüber, was hier drin enthalten ist, weil es ein wirklich toller, bunter Mix ist. Das mit den Füllprodukten können sie meiner Meinung nach nächstes Jahr auch ein bisschen reduzieren. Das muss nicht so unbedingt sein. Da habe ich lieber kleinere Größen vielleicht von den Produkten, die im Shop haben, hier drin enthalten. Aber ich finde, dass der Mix von dem Adventskalender richtig gelungen ist. Und mir fehlt natürlich ein, hier so ein Multibalm-Case, ne? Das muss ich halt auch sagen. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja, dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.